Denn es wird eine neue Waffe ins Spiel kommen und diese nennt sich Salvensturmgewehr. Peace, Freunde, was geht? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video habe ich mal wieder coole News am Start, aber erstmal lese ich gleich drei Kommentare vor, die ihr mir unter dem letzten Video drunter geschrieben habt. Wenn ihr auch mal in einem Video angezeigt werden wollt und ich euer Kommentar vorlese, dann schreibt einfach ein richtig cooles Kommentar unten in die Kommentare unter diesem Video und seid ihr vielleicht im nächsten Video im Video drin. Naja, Freunde, jedenfalls heute wieder coole Infos. Wenn ihr neu am Start seid, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn euch mein Kanal gefällt und ihr weiterhin nichts verpassen wollt. Selbstverständlich könnt ihr auch die Glocke aktivieren oder mein Merchandise auschecken, wenn ihr mich richtig krass unterstützen wollt. Und natürlich, wenn euch das Video gefällt, dann könnt ihr natürlich einen sehr, sehr coolen Daumen nach oben da lassen, Leute. Ich würde sagen, wir starten mit dem Video, denn heute gibt es wirklich richtig fette News. Wir haben heute Dienstag und ich kann euch heute was wirklich Cooles verkünden, denn wir haben heute ja den Dienstag und der Dienstag ist ja mittlerweile der Update-Tag. Ja, das bedeutet, heute kommt wieder ein neues Update und was genau kommt, das werde ich euch jetzt mitteilen, denn es wird eine neue Waffe ins Spiel kommen und diese nennt sich Salvensturmgewehr. Diese wird verfügbar sein und dort steht runter, in den News steht das Ganze schon, da steht runter, fegt mit dem neuen epischen und legendären Sturmgewehr eure Gegner weg. Das bedeutet, die Waffe wird es in legendär und episch geben, was ich schon mal richtig geil finde. Die wird also richtig stark sein und ich freue mich da riesig drauf auf die Waffe. Die Waffe ist auch vielleicht anders bekannt als die Farmers. Ja, die Farmers kennt man vielleicht aus Call of Duty Teilen oder so oder aus anderen Shootern und das ist halt eben eine Salven, also eine Dreischusswaffe und ja, finde ich richtig cool, die Waffe. Ich habe die damals in Black Ops 1 immer gespielt. Feiere ich mega, ich freue mich riesig auf die Waffe. Natürlich bin ich auch später live für euch, also wenn ihr das Video seht, dann bin ich auf jeden Fall live für euch dann später, um das Update dann anzuzocken. Was auch noch neu ist, und zwar wird heute wahrscheinlich der gute Thanos-Modus verschwinden. Das bedeutet, ihr habt jetzt nur noch, wenn ihr das Video seht, vielleicht 1, 2, 3 Stündchen diesen Thanos-Modus und dann ja, könnt ihr ihn leider nicht mehr spielen, dann wird dieser verschwinden und wahrscheinlich wird eventuell auch der 50 gegen 50 Modus verschwinden, aber da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, aber der Thanos-Modus wird auf jeden Fall, denke ich, verschwinden. So, jetzt habe ich erstmal die Infos rausgehauen, die für heute wichtig sind. Jetzt lese ich nochmal drei Kommentare vor und zwar ist das erste Kommentar von OverAndy. YouTube, er schreibt, du hast eine coole Stimme, bist ein korrekter Typ. Vielen, vielen Dank, OverAndy, für dein nettes Kommentar. Das zweite Kommentar ist von DarianXX. Wie immer, hammergeiles Video, ich wünsche dir die 60k und Hashtag Glocke aktiv, freshe Sache auf jeden Fall. Darian, vielen Dank. Nächstes Kommentar ist von GoldenGamersTV, bin schon seit 1k dabei, feier dich übelst, bist bester YouTuber, gucke jeden Stream. Gönne dir die 100k. Dankeschön auch an The Golden Gamers für das nette Kommentar. Wie gesagt, einfach einen Kommentar schreiben, dann seid ihr vielleicht im nächsten Video. Das waren die heutigen Infos und wir sehen uns dann später im Livestream und zocken die neue Waffe an. Ich freue mich riesig drauf. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Was sagt ihr zur neuen Waffe? Ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das News-Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.